So, ich grüße euch. Ich bin heute im Bärental unterwegs. Ja, da schaue ich mir eine Höhle an, Eulenloch. Ja, ein paar Felsen. Ja, es hat mich wieder gepackt. Ich muss raus. Bei dem schönen Wetter kann ich nicht daheim sitzen. Ja, mache für euch wieder ein paar schöne Aufnahmen. Ja, ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Ich muss jetzt da hoch. Sehr steil. Auf Gott. Ist richtig hart. Weiß nicht, 45 Grad, 30 Grad. Vor allem rutschig. Hallo? Wird schon. Ich bin oben. Hab's geschafft. Gerade so. Zieht übelst rein, Leute. War ich ja keine 20 mehr, ne? Das letzte Stück. Yeah. So, ich stehe vorm Eulenloch, ich habe es gefunden. Es war hier. Es ist umzäumt. Ich weiß nicht, wie ich da reinkomme. Aber einen Blick drauf will ich auf jeden Fall werfen. Ah ja, bis gleich. Also da runterfallen möchte ich nicht, Leute. Schaut euch das mal an. Hammer, oder? Da geht's verdammt tief runter. Deswegen ist es auch hier abgezäumt. Ja, ich gehe wieder raus. Ist mir zu gefährlich. Bis gleich. So, das war das Eulenloch. Es gibt hier in der Nähe noch das Mondlichtloch. Das schaue ich mir auch an. Das soll auch ein Loch sein, Höhle. Wahrscheinlich auch so ähnlich wie die. Aber wenn wir schon hier sind, dann nehmen wir das auch noch mit. Ah ja, bleibt spannend. Ah, ich bin immer noch auf der Suche nach dem Mondlichtloch. Schwer zu finden, ist nichts ausgeschildert. Ist irgendwo am Hang, ich bin jetzt auch am Hang. Schaut mal selber. Ah ja, hier soll man es finden. Im ganzen Dickicht. Ja, mal schauen, vielleicht finde ich es. So, ich mache jetzt erstmal Mittag. Wieder einen schönen Salat dabei. Und natürlich heute mal ein Bier dabei, weil man schwitzt so viel, braucht man so viel Wasser. Das Bier ist das Beste. Also, zum Wohl.
Die Höhle habe ich noch nicht gefunden. Die ist aber irgendwo hier. Richtig geheime Höhle. Also wahrscheinlich kennt es nicht viele. Es gibt keinen Weg. Also man sieht keine Spuren, die dahin führen. Normal sieht man immer einen kleinen Trampelweg oder so, aber hier sieht man gar nichts. Ja, aber laut App bin ich schon ziemlich nah dran. Es sind vielleicht noch 20, 30 Meter. Ja, ich finde sie. Jetzt erstmal Mittag. Die Ameisen, die jetzt hier den Baum hochkrapseln, der Baum, der gibt Saft ab, könnt ihr hier sehen. Da tropft es nämlich runter und da gehen die Ameisen hin und trinken. Die meisten fallen hier runter. Ah ja. Tja, auch Bäume geben Wasser. Ja. Voll im Gestrüpp hier. Am Hang. Felsen, ja, aber kein Loch. Es geht hier einen Weg. Man sieht, hier laufen Leute. Das heißt, da ist schon jemand da. Platz gesucht. Ja. Aha. Also ihr seht selber, wie ungemütlich es hier ist. Ziemlich ungemütlich. Mal kleine Buchenbäume. Ja. Ich komme immer näher. Ich denke mal, ich finde sie gleich. Ja. Oben oder unten? Ist die Frage. Richtiger Kampf hier. Richtiger Kampf. Oh, Felsen. Keine Höhle. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Wenn wir reingehen. Ja, gehen wir mal hin. Ah ja, könnte sein. Ah ja, da geht's tief rein. Mal Licht anmachen. Machen wir mal das Licht leer. Es geht nicht wirklich weiter. Schaut. Da ist erstmal Feierabend. Ja. Gibt es nochmal ein Loch? Jetzt gucken wir uns auch noch an. Oh, nächste Spalte.
Hör zu. Ja, nur was für Schlanke. Ich bin nicht schlank. Also, das war wohl noch nicht die Höhle. Dann geht's weiter. Da geht noch ein Weg. Ah ja, wir suchen weiter. Also ich finde sie nicht. Ich habe jetzt hier alles abgesucht. Die eine Seite. Jetzt noch die andere Seite, aber ich weiß nicht, die ist weiter unterhalb. Und da geht es wirklich so steil runter. Ah ja. Jetzt gucke ich hier noch. Vielleicht ist auch hier. Oder GPS spinnt. Die Gegend ist auf jeden Fall richtig geil. Geht's wieder raus. Da wird's auch nicht sein. Ah ja, übrigens entstehen immer wieder mehr Höhlen auf der Alp. Immer wieder öffnet sich ein kleines Loch. Ein Wanderer findet sowieso. Ah ja, schon hat man eine Höhle entdeckt. Da wird auch noch einen benannt nochmal. Wer weiß. Vielleicht finde ich immer eine. Da ist ein schöner Felsspalt. Ist das, was ich meinte? Ja, öffnet sich mal so ein Spalt. Und dann kann man auf einmal rein. So entstehen Höhlen. Ja, jetzt gucken wir da noch. Mal durch. Keine Höhle. So ist halt. So, das war jetzt noch ein Versuch in die andere Richtung. Die andere Bergseite. Aber ihr seht selber, komme ich jetzt erstmal nirgendwo durch. Also. Ja, das war es dann eigentlich mit der Suche. Ich gehe wieder raus. Leider nicht erfolgreich mal wieder. Aber so ist es halt im Leben. Ich werde immer alles haben. So. Ich mache mich jetzt auf jeden Fall mal wieder runter zum Parkplatz. Ich denke mal, das war's für heute. Bis denn. Auch hier habe ich noch einige Gräber entdeckt. Auch weiter oben habe ich noch welche gesehen. Also, zwei Höhlen, Gräber, das heißt Menschen. Waren die Kelten auch hier überall, so auf der ganzen Alp. Ja. Geht auf jeden Fall ein schöner Weg runter.
Kilometer runter, also auf geht's. Ist noch ein Stück. Der Weg ist richtig geil, schaut mal. Also da hinten ist auch noch eine Höhle, so viel ich weiß. Oder ist auch so ein Heidentor, so ähnlich. Ja, mal gucken, vielleicht gehen wir mal hin. Bärental. Da geht es immer tiefer runter. Oh oh. Oh, da müssen wir ja richtig klettern. Jetzt wird es spannend. Schaut mal. Auf der Karte war der Weg drauf. Den machen wir jetzt. Das war kein Zuckerschlecken gerade. Schauen. Da oben runter. Nur noch runter gerutscht. So, hier wäre der Weg. Runter, den habe ich aber nicht gemacht, der war mir zu steil. Ja. So, ich bin jetzt gleich am Parkplatz. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen hoch und abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.